Tachchen, liebe Gartenfreunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, wie ihr schon gesehen habt, da geht es hier heute um die Saatgutkette. Die habe ich allerdings nicht erhalten. Stattdessen hat der liebe, nette Fahrer mir hier so einen Zettel reingelegt, obwohl ich um 14.12 Uhr vor Ort gewesen bin. Mit diesem Zettel darf ich jetzt morgen ab 11 Uhr dort in der genannten Postfiliale das Päckchen abholen. Ich würde sagen, keine Grüße gehen raus an den DHL-Fahrer und danke für nichts. So, angekommen, wollen wir mal schauen, was uns da nur erwartet. So, Leute, hier ist das Päckchen und damit geht es jetzt wieder ab aufs Island. Ja, wir sind nun wieder angekommen hier auf Dogs Island. Das Paket, das ist also in Sicherheit. Da war aber auch wieder eine Tinktur hier mit der Deutschen Post. Hier ist unser Päckchen des Gärtners Glück. Bevor wir das jetzt aber gleich aufmachen, werde ich noch mal hier auf Dogs Island eine Runde drehen und mal schauen, ob ich nicht vielleicht noch etwas Wasser schubsen muss. Wir treffen uns jetzt gleich drin, dann ist es auch ein bisschen kühler. Und dann schauen wir mal rein, was hier so genaues drin ist. So Leute, bevor wir das Päckchen jetzt hier gleich aufmachen, aber keine Angst, da hole ich euch hier gleich noch ein Stückchen mit nach vorne, wollte ich mich nochmal bedanken, und zwar bei der Facebook-Gruppe. Den Link zur Facebook-Gruppe, den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Insbesondere natürlich bei den Leuten, die hier mitgespielt haben in der Saatgutkette. Universalmesser verlinke ich euch mal hier oben. Ich bin auch schon ganz gespannt, was hier denn drin ist in dem Päckchen. Mal gucken, wo wir das aufmachen. Mir kommt das Ganze auch ganz gelegen, denn die Saison beginnt ja nun. Und ich bin schon das zweite Mal dabei. Video verlinke ich euch mal eben schnell da oben. Könnt ihr nochmal auf Pause drücken, was da letztes Jahr drin war. Aber wir schauen da jetzt mal rein. Und wie jedes meiner Videos hier, wenn wir Päckchen aufmachen, dürft ihr... Oh, jetzt kriege ich das gar nicht auf. Fieses Ding. Aber ich glaube, hier hinten brauche ich nicht. Oh Mann, oder wie geht das auf? Es ist auf jeden Fall schon mal sehr gut verpackt. Ich muss ja an der Seite nochmal aufmachen. Oh, hoffentlich habe ich da jetzt nichts kaputt gemacht. So, und wie gesagt, wie immer, dürft ihr hier als erstes reingucken. Was meint ihr? Kann man damit was anfangen? Oh, da ist ein Brief drin. Ich weiß gar nicht, ob ich den vorlesen darf. Und dann ist hier noch was drin. Ach, ich hole euch jetzt erstmal hier ein Stückchen nach vorne. Hier gibt es schon das erste zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr den Brief lesen dürft. Ach ja, das kann ich glaube ich vorlesen. Steht drinne: Hallo liebe Gärtner, dieses Mal liegt noch ein kleines Buch mit dabei. Bitte lasst es drin. Jedem, dem was gefällt, schreibt es euch bitte raus. Viel Spaß und gutes Gelingen. Herzliche Grüße von, Namen nenne ich jetzt mal nicht. Danke, dass ihr dabei seid. Ja, danke erstmal hier für den lieben Brief und das Büchlein Naturheilschnäpse. Muss ich mal gucken. Wie gesagt, ich werde mir das ganze Päckchen später auch noch mal genauer angucken. Aber ich hole euch erstmal jetzt hier ein Stück nach vorne. Wir ziehen das hier gleich mal raus hier irgendwie. Ich hole euch mal. Was ist das denn hier noch Süßes? Ja, kann man irgendwie als Schablone nehmen oder so?
Aber das ist, glaube ich, auch etwas, was hier mitreißt in der Saatgutkette. Auf jeden Fall, da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben. Schön mit anzusehen. Ich packe das Messer hier mal etwas weg. Da verletzt sich da noch jemand. So. Wir gehen das alles irgendwie nur so ein bisschen im Schnelldurchgang durch. Sind ein paar Chilis drin scheinbar. Alles so schön verpackt hier. Da ist ja noch mehr drin. Ne? Ich pack das mal etwas weiter weg. Ich hole das mal erstmal raus hier. Hier sind auch noch Saatguttüten. Mann, das ist ja der Wahnsinn. Noch mehr. So. Kann das auch erstmal beiseite. Ja, hier scheinen jede Menge Samen noch als Schoten zu sein. Hier ebenfalls. Na, hier ist nochmal Tagetes auf, wenn ich das richtig sehe. Ja, der Wahnsinn, was das hier ist, kann man auch nicht genau sagen. Wie gesagt, sind Blüten noch, das muss man sich dann selber rausmachen, aber es ist eine schöne Sache und auch eine große Menge an Saatgut. Dann, was haben wir hier alles drin, ne? Kürbisse, scheint ein großer zu sein hier. Hausmarke von jemandem, Name blende ich immer irgendwie, ist weg. Wird ein großer Kürbis sein, dann haben wir hier, was ist das? Mais, so wie das aussieht. Jede Menge Paprikas, Zwiebeln, Salbei, Brokkoli, oh, tolle Sachen mit bei. Eine Tomate hier nochmal. Dann haben wir Blumenwiesen, schöne Sache. 2020 wird ja eh ein schön grünes Jahr. Blumenwiese, Mensch, hier Blumenwiese ist ja wirklich toll, was hier alles drin ist. Schnittlauch, hier nochmal Blumenwiese, Mensch. Ja, ist der Wahnsinn. Ich bin fast sprachlos, was hier alles da ist. Ja, was haben wir hier? Salat, Brokkoli, Kürbis dürfte das hier sein. Sieht auch sehr schön aus hier. Rosenkohl, auch eine sehr tolle Sache. Hier so ein, was weiß ich für ein Kürbis, wenn man sich das mal anguckt. Das ist ja gigantisch. Nochmal hier Kürbis, Möhren. Hier, was ist das hier? Porree. Ja, Wahnsinn. Hier ist auch nochmal jede Menge einzelne Tütchen. Ich hole das jetzt gar nicht alles raus. Ich kann hier nochmal Mais sehen. Irgendwie verschieden bunter Mais scheinbar. Dann, oh, ich glaube, ich muss da gleich doch nochmal reingucken hier. Ja, Mais, dann ist hier irgendwas an Chilis, Capsicum oder was weiß ich, was das alles ist. Ich guck da genau rein. Vielleicht mache ich ja auch nochmal ein Video von dem, was ich mir rausgenommen habe. So vielleicht als kleinen Spoiler dann auch für nächstes Jahr. Dann wisst ihr, was hier eventuell neu kommt. Dann haben wir ja schön Butternut, ist auch immer dabei. Wonderberry. Solanum nigrum. Weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Unreif sind die wohl giftig, sind aber essbare Beeren. Ja, müssen wir mal gucken. Hier auch nochmal, hier alles voll mit Tütchen. Verschiedenste Sachen. Tomaten sehe ich hier. Muskatkürbis und Melone. Kürbisse hier, Lupinen sehe ich hier. Prunkwinde. Alles, ist alles dabei hier. Ja, Wahnsinn. Ja, hier ist auch, wie gesagt, alles voll wieder. Hier eine ganze Tüte mit Tütchen, mit Saatgut hier. Was ist das denn hier alles? Ich weiß das gar nicht. Kann mich jetzt gar nicht lesen. Ich kenne das auch gar nicht. Das Saatgut sagt mir jetzt gar nichts. Wird wahrscheinlich irgendeine Blume vielleicht sein. Stockrosen. Oha, wie viele Stockrosen. Mann. Wurzelbund, Radieschen ist da, hier, was ist das denn? Hier, Rauchtabak. Tabak mit bei, ja, was nicht alles, Zucchinis, Kohlrabi, Mann, Paprika, Gewürz, Cheyenne, was ist das denn hier? Cheyenne wahrscheinlich. Och, Glockenrebe, alles dabei. Tomatis wieder, Mensch, das ist der Wahnsinn, Tomaten, nee. Salate und Radieschen. Ach, was soll ich das alles durchgehen? Ich werde euch vielleicht zeigen, was ich mir rausgenommen habe. Hier, Bartnelken sind mit drin.
Schöne Tomaten hier, wieder einzelne Briefe, Mini-Tomate und wieder eine Mini-Tomate in Rot. Ochsenherztomate. Hier Ringelblumen, orange-gelbe. Dann hier Stangenbohnen sind mit drinne. Hier nochmal Stangenbohnen. Und dann Zuckererbsen. Ja, das ist der Wahnsinn. Und hier sind nochmal hier. Es ist unglaublich. Hier, schaut euch das an hier. Nochmal jede Menge Saatgut. Hier auch alles voll mit irgendwelchen Tütchen, die mit Saatgut gefüllt sind. Das ist ja ein Traum. Hier auch alles voll. Mensch. Ja, davon sind hier noch unzählige mehr, sehe ich gerade. Mann. Ja, das wird richtige Arbeit, das alles mal genauer durchzugucken. Ich glaube, ich werde da ein paar Tage für brauchen. 2-3 Tage oder so, glaube ich. Mache ich das irgendwie am Abend hier. Das ist ja hier auch nochmal. Da brauche ich ein paar Abende, um das alles ordentlich durchzugucken. Cherimoya auch nochmal mit dabei hier. Pimientos de Padron. Mann, der Wahnsinn. Unglaublich, liebe Zuschauer. Ist das nicht der absolute Oberknaller, wie viel Saatgut und auch wie viel verschiedenes Saatgut hier innerhalb von einem Jahr zusammengekommen ist? Das Ganze ist auch unmöglich, in den nächsten 1, 2, 3 oder gar 4 Jahren anzubauen. Habt ihr schon irgendwas gesehen, was euch da interessiert? Schreibt mir das doch mal bitte unten in die Kommentare rein, denn wir sind hier schon am Ende des Videos. Und wenn ihr sehen wollt, was ich mir eventuell aussuche oder was es dann nächstes Jahr hier im Garten zu bestaunen gibt, dann würde ich sagen, abonniert ihr hier den Kanal, denn dort werden wir den Algorithmus nochmal entscheiden lassen. Das war es soweit von mir. Tschüssi, Däumchen werden Träumchen und auf Wiedersehen.